Wilde Liga. Der Elf-Freunde-Podcast. Das ist doch eine Frechheit! Sie sind der Experte. Ich sag's Ihnen, wie es ist. Es ist mir scheißegal. Ich sag ja Eier, wir brauchen Eier. Kann das auch mal in den Journalistenkopf reingehen? Wilde Liga. Das ist der Podcast aus der Elf-Freunde-Redaktion zur Bundesliga. Bayern Münchens einsamer Titelkampf, die großen Rivalen Borussia Dortmund und Schalke 04, der erste FC Köln endlich in Europa, der ewige Hamburger SV, Lattenknaller und Lautsprecher, Videobeweise und Viererketten, all das gibt es wöchentlich in Wilde Liga. Es moderieren die Redakteure Philipp Köster, Max Dinkelacker, Jens Kirschneck und Ilja Benisch. Und der jubelt ja immer so, diesen komischen, was auch immer das sein soll, dieser Halbhubschrauber oder was er da macht, das macht er schon eine ganze Weile. Insofern, ich habe die rhythmische Sportgymnastik nicht ganz erkannt, was er da präsentieren wollte, aber... Es ist mittlerweile ja so, dass es eigentlich auch keinen Spaß mehr macht, sich darüber lustig zu machen, was dem HSV alles passiert. Und es sind immer prominente Gäste mit dabei, die mit uns über ihre Karriere und das aktuelle Bundesliga-Geschehen plaudern. Felix Magath, was droht man dem? Habe ich auch mal angedroht, dass man so eine Nase auch schon am Hinterkopf tragen kann. Gegen Monaco gespielt, da hat der Auri dort gespielt auf meiner Seite. Der ist erst bei mir vorbeigelaufen, dann beim Robert Kovac, der hat hinter mir gespielt. Der hat ihn dann auch umgehauen, rote Karte gekriegt, haben auch 4-0 verloren. Wilde Liga, das sind 45 Minuten pralles Fußballvergnügen, quasi die dritte Halbzeit der Fußball-Bundesliga. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge und wir haben dabei, frei nach Andi Möller, vom Feeling her ein gutes Gefühl. Wilde Liga. Der Elf-Freunde-Podcast. Ich weiß nicht, was der Blödsinn soll.